Pass auf, dann gehen wir jetzt am besten direkt erstmal wieder zum Parkplatz zurück, oder? Wir haben ja unsere Sachen gepackt. Die Personalrezeption? Nee. Vielleicht als Aktion? Telefonieren, Koffer packen, Notiz lesen? Nee. Ja, Ach so, vielleicht. Vielleicht weiter? Dem Ziel entgegen? Nee. Was könnten wir denn? Ah, beeilen, ja? Du beeilst dich mit dem Kofferpacken. Auch Tim und Bernie haben ihre Sachen eilig zusammengerafft. Laura sucht noch im Bad die am Boden verstreuten Utensilien zusammen. Das ist immer nicht gut, Laura. Mach mal hinne. Mensch. Marlo holen oder zum Parkplatz? Nee, direkt zum Parkplatz, ne? Ihr geht vorsichtig zum Parkplatz zurück, wo Marlo und Fritz ungeduldig im Auto warten. Da seid ihr ja endlich, wurde auch Zeit. Fritz fährt schnell aus dem Camp, nachdem ihr eure Sachen verstaut und Platz genommen habt. Wohin nun? Fragt er. Nach Brandsteed. Dort sagen wir dann dir dann wohin. Mit gemischten Gefühlen fahrt ihr durch die Sommernacht. Was passiert noch alles? Ja, das ist die große Frage, ne? Oh. Was ist denn jetzt los? Ach so, das ist die Kommune, ne? Ich hab sie wieder erkannt. Ja, die beiden kenne ich gar nicht. Es ist für euch wie ein Wunder, dass in der Kommune noch um diese Zeit einige Leute wach sind. Wach? Wie eine Party hört sich das an. Das Mädchen, das auf eurer Türklingel die Tür öffnet, hat leichte Probleme. Späte Gäste sind liebe Gäste. Im Flur begegnet ihr Greta. Hello, was macht ihr noch so spät in der Provinz? Lacht sie. Kommt rein, Tom ist da und feiert seine Rückkehr mit uns. Ein wenig verlegen folgt ihr Greta ins Wohnzimmer. Also ist das Tom, ja? Gut, wie wir ja wissen, können wir dem ja vertrauen, weil er nicht infiltriert wurde. Aber wer ist sie? Greta stellt euch Tom, Sasushi und Ben vor. Tom nickt. Ihr seid also Kevins Freunde. Euren Gesicht danach zu urteilen, habt ihr großen Trouble. Wegen Kevin kann ich euch beruhigen. Ihm geht es gut und ihr werdet ihn bald treffen. Warum er, sagen wir, geschäftlich weg war, soll er euch selbst erklären. Zum zweiten Mal innerhalb von 24 Stunden erzählt ihr eure Erlebnisse. Diesmal fügt Tim noch einen Bericht über das Ergebnis eures Hackens bei. Great, wie ein guter Thriller. Im Ernst, wir hatten die Leute auf Willis Islet schon in Verdacht, irgendwas Illegales da zu tun. Ausflügler durften nicht mehr auf die Insel und selbst den Fischern verboten sie, an der Küste zu fischen. Habt ihr von dem ermordeten Fred Taylor, dem Fischer, gehört? Die Bullen haben nicht einmal registriert, dass die Strömung von der Insel direkt zum Strand läuft, wo er angeschwemmt wurde. Klar, fährt er fort, könnt ihr vorerst hier bleiben. Morgen früh werde ich Kevin, der euch sicher treffen will, anrufen. Dann sehen wir weiter. So, jetzt geht's nach einem Schlaftrunk ab in die Kiste. Ihr werdet froh sein nach der Aufregung mal wieder. Warte mal, was heißt denn hier Schlaftrunk? Werden wir jetzt hier unter Drogen gesetzt und eingeschläfert oder was? Ja gut, wie wir ja wissen, Fred wurde ja von Arnold getötet, ne? Richtig schlafen zu können. Auch Fritz the Giant ist froh, dass ihr einen sicheren Unterschlupf gefunden habt und er wieder zurückfahren kann. Macht's gut. Wenn ihr unsere Hilfe braucht, wisst ihr ja, wo wir zu erreichen sind. Gute Nacht, Leute. Am nächsten Morgen telefoniert Tom mit Kevin, der sich für sein Verhalten, das er noch erklären will, bei euch entschuldigt und euch am Abend in der Golden Goose Bar in Newton treffen will. Marlo kommt in Shorts und Hawaii-Hemd, über dem eine Kamera baumelt, ins Zimmer. Grinsend erklärt er: Was glaubt ihr? So bin ich doch am unauffälligsten.
Ich werde schon jetzt nach Newport fahren und versuchen, etwas mehr über Rand zu erfahren. Du schließt dich ihm an, da du noch einen Besuch bei Aliki vorhast. Ihr versprecht, auf euch aufzupassen. Allgemeiner Treffpunkt ist heute Abend die Golden Goose Bar in Newton. Da spitzt sich ja immer mehr zu hier, ja? Immer interessant, was Kevin zu sagen hat, warum er jetzt nicht da war. Und uns einfach da eingeladen hat in diesen pharmazeutischen Horror hier. Oh, hä? Was ist jetzt los? Was? Hippokrates, aha. Hört die Aufregung immer noch nicht auf? Peinlich war es, als plötzlich Aliki in der offenen Tür stand. Komm schnell rein, rief sie dir zu. Was? Apfel? Apfel, wo bist du? Okay. Apfel, wo bist du? Tief in deinem Kopf erwachen langsam schöne Erinnerungen. Old Adam in Paradise. Dann bemerkst du Alikis Tränen. Mona hat auf Mikis geschossen, er lebt noch. Mona ist weggerannt, was soll ich tun? Ach, da kam die Walter PPK zum Einsatz, ja. Mitten im Raum liegt der Grieche auf dem Boden. Ein großer, blutiger Fleck ziert seinen Rücken. Oh, das ist aber nicht gut. Vorsichtig spähst du nochmal in den Flur hinaus. Dann schließt du die Tür. Wie lange ist das schon her? Aliki beantwortet schluchzend deine Frage. Ein paar Minuten erst. Wir wollten heute aufs Land fahren und Mikis kam, um uns noch einige Dinge vorbeizubringen. Mitten in einem Gespräch legt Mona den Hörer weg und holt einen Revolver mit Aufsatz aus der Kommode. Wortlos schoss sie Mikis in den Rücken. Ich war wie gelähmt. Aber als sie die Waffe an ihrem Kopf hielt, schlug ich sie ihr aus der Hand. Okay, also erstes Mal, auf der Rechnung war nie die Rede von einem Schalldämpfer, ja? Also hatte die Walter PPK einen Schalldämpfer. Musste ja auch eigentlich haben, sonst hätte ja das ganze Haus den Schuss gehört, ne? Und dieser Anruf, das ist ja auch wieder dieses mit dem Hippokrates, ne? Also, aber es hieß doch, also die Mona hatte die jetzt eine Infiltration? Ich meine, die hatte keine, oder? Was können wir denn Aliki anmachen? Nee, das ist hier nicht der richtige Zeitpunkt. Lachen, weinen, nein, nein, nein. Arzt anrufen, ja. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, oder? Wir rufen einen Arzt an, erklärst du Aliki. Das ist besser für Mikis. Der Arzt kann seine Verletzungen richtig behandeln. Wir verschwinden, bevor der Doktor hier ist. Das scheint Aliki zu verstehen. Okay. Ja, den Colt nehmen wir auf jeden Fall mit. Du nimmst die Waffe und bittest Aliki um eine kleine Tasche. Sie bringt eine Fototasche aus Leder, in der du die Waffe ideal und unauffällig transportieren kannst. Den Schalldämpfer schraubst du vorher ab. Naja, ich weiß ja nicht, aber eine Walter PPK würde ich jetzt nicht unbedingt als Colt bezeichnen, aber gut. Ja, dann mit Aliki fliehen, ne? Hör zu, Aliki, wir verschwinden jetzt von hier. Solltest du hier Geld, Ausweise etc. haben, raffe alles schnell zusammen. Wenn wir hier raus sind, haben wir Zeit zum Überlegen, wohin wir fliehen, verstanden? Aliki hört dir zu. Einen Moment lang flackern ihre Augen und die Lippen bewegen sich langsam. Dann holt sie tief Luft und nickt. Sie geht ins andere Zimmer und kommt wenige Augenblicke später wieder zurück. Ich bin soweit. Okay. Niemand ist auf dem Flur zu sehen. Schnell rennt ihr zum Fahrstuhl und drückt den Knopf. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, was wir tun, flennt Aliki plötzlich los. Du ziehst sie schnell in den Aufzug. Jetzt wird sie aber erst richtig hysterisch. Sie klammert sich verzweifelt an dich. Deine einzige Chance, Aliki am Weiterheulen zu hindern, ist ihr eine schallende Ohrfeige zu verpassen. Durch dein Schreien trommelst du noch das ganze Haus zusammen. Hör zu, wir müssen jetzt schleunigst von hier verschwinden.
Aligi schluchzt noch einmal, nickt dann aber. Kurz darauf verlasst ihr unauffällig das Gebäude. Eine Straße weiter überlegst du, wohin du Aligi bringen kannst. Pass auf, Aligi. Ich setz dich jetzt in einen Bus und mit dem fährst du nach Brainstead. Dort gehst du in die alte Schule zu guten Freunden. Erzähl ihnen, dass ich dich geschickt habe und was passiert ist. Erwähne aber kein Wort von unserem ersten Treffen. Zur Sicherheit wiederholst du alles noch einmal. Nachdem du Aligi zum Bus gebracht hast, bleibt dir noch genügend Zeit bis zum abendlichen Treffen. Hey, ich hoffe nur, dass Aligi dann den Bus sicher ankommt, ne? Eine Leuchtreklame bringt dich auf eine Idee. Du schaust dir in dem Kino die Verfilmung des Stephen King-Romans It an. Hier in dem dunklen Zuschauerraum fühlst du dich sicher und der spannende Film lenkt dich 2 Stunden ab. Okay, na gut. Der gute Pennywise, ja. Was? Susan Loves Ed. Oh. Wo sind wir denn hier gelandet? Goldhotel. In der einsetzenden Dämmerung beginnst du deine Suche nach dem Golden Goose. An der Kinokasse hast du erfahren, dass die Bar irgendwo im verruchten Vergnügungsviertel liegen muss. Du durchstreifst die vielen kleinen Gassen und schaust dich um. Unter einer Laterne wartet eine blonde Frau, die du fragen willst. Als du auf sie zugehst, lässt sie gekonnt die Reize ihres Körpers spielen. Na, wie wär's mit uns Zweien? Etwas unsicher oder doch nur verlegen, bleibst du vor ihr stehen. Verzeihung, Madame, ich suche nach der Golden Goose Bar. Vielleicht können Sie mir... Die Lady lacht heiser. Golden Goose? Was willst du denn da? Sowas wie hier bekommst du in der Spelunke nicht für deine Moneten. Ich zeig dir alle 7 Weltwunder und was du in deinen wildesten Träumen nicht erlebt hast. So sicher wie mein Dad ein Prediger war. Bevor du antworten kannst, hörst du die Schritte zweier zwielichtiger Gestalten, die auf dich zukommen. Oh oh. Schnell wegrennen, mit dem Revolver drohen, in die Luft schießen. Diplomatisch ein, mutig verharren und Hilfe schreien. Ja, schlagen, ne? Weil ein Revolver, das ist zu gefährlich. Vor allem ist der ja mit einem, sowieso schon mit einem Mord verbunden, der Revolver. Das geht nicht gut. Schlagen wir einfach mal zu. Mit aller Verzweiflung schlägst du dem Mausgesicht voll ans Kinn. Er kippt sofort zusammen. Der Große schaut verdutzt auf seinen sich langsam aufrappelnden Kumpel und beginnt zu lachen. Bei allen Nutten, du hast Mut. Jetzt kann ich mir vorstellen, warum es in der Fahndung im TV hieß, Vorsicht gefährlich. Ich höre immer nur Fahndung? Die haben es am frühen Abend gebracht. Die Bullen suchen dich und deine Komplizen. Von mir erfahren die nichts. Und jetzt hau ab. Ah, das ist auch interessant. Also haben die den Sheriff eingesetzt, ja, um uns zu finden. Okay. Diesen Erb da. Es wird immer brenzliger. Jetzt sucht man euch wegen des Einbruchs schon mit einer Fahndung im Regionalsender. Du musst unbedingt die anderen so schnell wie möglich warnen. Ein komisches Gefühl, von kleinen Gaunern als gleichgesinnter Berufspartner behandelt zu werden. Bevor du gehst, erkundigst du dich nach der Golden Goose Bar. Du könntest hier nach rechts gehen, nur 2 Ecken weiter ist sie. Aber das lässt du besser bleiben, denn gleich da vorne steht ein Streifenwagen. Mach einen Umweg nach links und dann über die Canary Road nach rechts. So kommst du auch und vor allem unauffälliger hin, rät man dir. Ängstlich gehst du durch die nächtlichen Straßen Newports. Kommen dir Passanten entgegen, wechselst du eilig die Straßenseite oder drehst dein Gesicht schnell weg. Das ist aber sehr auffällig, wenn du dich so verhältst. Schönes Auto.
Movies, Pinto Bar. Die Anonymität in der großen Avenue gibt dir ein trügerisches Gefühl der Sicherheit. Ein Block vor dem Golden Goose parkt protzig unter einem No-Stopping-Area-Schild ein Oldsmobile, das dir schon auf dem Bellevue-Gelände ins Auge stach. Das muss der Wagen des Griechen sein. Ob Mona mit diesem Auto geflohen ist? Ein paar Schritte weiter bleibst du unauffällig stehen und siehst dich um. Von Mona ist nichts zu entdecken. Nachdenklich begibst du dich zur Golden Goose Bar. Oh, das heißt, die Mona könnte hier sein. Da müssen wir aber jetzt echt aufpassen, ne? So, was? Hostess Bar. Beauties on stage, best value in town, no extras. Okay. So locken am Eingang die Neonschriften, an der Tür hängt ein Schild, private Party. Dein Kommen wird mit lautem Gejohle begrüßt. Vom Tresen eilt dir Kevin entgegen und reißt dich stürmisch an seine Arme. Gut, dass wir nun endlich alle vereint sind. Arm in Arm gehst du mit Kevin an die Bar, wo deine Freunde und einige Fremde stehen. Das ist also Kevin. Der hat ja schon graue Haare, ne? Ich dachte, er wäre ein bisschen jünger, aber seltsam. Pass auf, können wir flirten? Das Wiedersehen feiern? Naja, also, ich weiß ja nicht, aber es ist ein bisschen schwierig, mit Laura zu flirten, nicht? Wir kommen nicht weiter hier. Oh, wir haben aber schon. Oha. Oh, oh. Ich muss jetzt echt aufpassen, ne? Wir haben schon viele Fehler. Wenn das hier voll wird, dann haben wir verloren. Das ist aber nicht gut. Ja, aber irgendwie mit ihr flirten können wir auch nicht. Mist. Oh je, oh je. Ja, dann würde ich mal sagen, klicke ich erstmal auf mehr, ne? Kevin stellt dich den Männern vor. Sie scheinen Kunden oder Geschäftspartner von ihm zu sein. Laura strahlt Kevin mit verklärtem Blick an. Tim erzählt dir, dass sie Kevin schon in die Ereignisse eingeweiht haben. Du berichtest kurz von deinem Erlebnis mit Marilyn. Ein bärtiger Mann, den Kevin als Joe Moustache vorstellte, mischt sich in das Gespräch ein. Eure Feinde sind verdammt schnell. Von einem sagen wir Kumpel bei den Cops, weiß ich von der Fahndung. Ihr werdet wegen Einbruchs und Totschlags gesucht. Totschlag? Wieso Totschlag? Was können wir denn machen? Ja, dann würde ich sagen, fahren wir nach Brandsteed, ne? Marlow drängt zum Aufbruch. Wir sollten jetzt zurück nach Brandsteed fahren. Erstens haben wir noch einiges zu beratschlagen und zweitens sind wir dort noch am sichersten. Ja, das stimmt allerdings. Marlow und du fahren bei Kevin mit. Die anderen benutzen Toms Wagen, mit dem sie nach Newport kamen. Joe sieht draußen nach, ob die Luft rein ist und winkte euch hinterher. Mein bester Mann, erklärt euch Kevin. Ja, aber nicht, dass uns jetzt Mona folgt, ne? Weil die ist ja auch motorisierter. Schnurrend lässt der Jeep auf dem Highway die Stadt hinter sich. Ich muss meinen Job ein wenig erklären. Nicht die Fahrerei fürs Camp, ich meine die Sache, weswegen ich die letzten Tage nicht zu erreichen war. Kevin zündet sich mit der linken Hand eine Zigarette an. Wir haben jetzt die gleichen Gegner, die Cops nämlich. Meine Transaktionen werden von denen nicht gerne gesehen. Nein, Freunde, nichts mit Drogen oder so, einem hirnamputierten Shit. Nein, wir importieren gewisse Geräte aus Fernost, Hightech und Sachen, auf die hier bei uns riesige Import- oder Schutzzölle liegen. Marlow atmet hörbar auf. Seit einer Woche warteten wir im Osten auf diesen verdammten Pott. Und dann konnten wir mit unserem Boot die Ware nur immer nachts an Land bringen. War schon eine Heidenschufterei, aber glaubt mir, es hat sich gelohnt. Für fast alles haben wir schon einen Käufer auf dem Festland. Nächste Woche bringen wir es rüber. Man hat mir geflüstert, du bist scharf auf Laura? Dann dreht sich Kevin kurz um und schaut dich an. Dass wir uns verstehen. Ich habe mit Laura nichts am Hut. Ich habe ich ihr auch klargemacht.
Das damals auf der Penne liegt doch Jahre zurück. Geschmäcker ändern sich eben. Gut, dass man im Dunkeln deine Verlegenheit nicht sehen kann. Kevin biegt nach rechts in die kleine Seitenstraße nach Brandsteed. Ich habe in Newport einiges über Dr. Crate erfahren, erzählte Marlowe auf die Frage nach seinen Ermittlungen. Dieser Craig arbeitet mit einem Ex-Chemiker von Rann in seinem Institut auf Willis Island. Ein junger Praktikant, den ich zum Essen eingeladen habe, hat mir so einiges gesagt. Craig war verheiratet, aber seine Frau ließ sich nach 6 Monaten scheiden. Seelische Grausamkeit hieß es, aber mein schwuler Praktikant meint, es war, weil Craig keine Kinder wollte oder nicht konnte. Kurz darauf erreicht ihr das alte Schulhaus. Neben Toms Wagen, der vor euch ankam, steht ein dunkelblauer Chevy. Kevin stutzt. Den Besucher kenne ich nicht. Wartet einen Moment. Ich gehe vor und schaue sicherheitshalber nach. Es vergehen nur wenige Augenblicke, bis er wieder in der Tür erscheint und euch winkend auffordert, zu kommen. Alles okay, scheint Gretas Vater zu sein. Ich weiß nicht. Da wäre ich vorsichtig, gerade jetzt bei diesen Umständen hier. Oh. Er sieht so ein bisschen aus wie aus Hexuma. Der Tell. Nur noch viel älter. Im großen Wohnraum sitzen Sasushi, Greta mit verweinten Augen und ein alter Mann. Oder der eher wie Gretas Großvater aussieht. Dahinter stehen mit ernsten Gesichtern Sasushis Freund Ben, Laura und Marlowe, Tim und Bernie. Was ist denn los hier? Verzeihung, Sir, aber Greta weint leise, während Sasushi berichtet. Mr. Guldenberg ist Gretas Vater. Er ist gekommen, um von seiner Tochter Abschied zu nehmen und euch zu helfen, bevor er stirbt. Oha, wir sind mit ihm. Warte mal, können wir flirten? Weiter zuhören. Okay, erstmal mehr. Ich bin euch wohl eine Erklärung schuldig, beginnt Gretas Vater langsam. Vor einem knappen Jahr entdeckte Dr. Craig, dieses Schwein von Rann, unterbricht ihn Bernie heftig. Der Alte fährt schnaufend fort. Ich sehe, ihr kennt Craig schon. Umso besser. Er entdeckte bei einer Versuchsreihe eine chemische Verbindung, die eine gezielte Beeinflussung unseres Unterbewusstseins ermöglicht. Er erkannte die Macht sofort, die dieses Mittel ihm verschaffen kann. Aber zur Weiterentwicklung brauchte er mich. Okay. Warte mal. Nur weiter zuhören, ne? Es ist besser, wir hören uns die ganze Story erst einmal an, meint Kevin. Keuchend bittet Mr. Guldenberg um ein Glas Wasser. Greta bringt es und er trinkt in kleinen, vorsichtigen Schlücken. Das Reden kostet viel Kraft, da ich Dr. Craigs engster Mitarbeiter war, wusste ich von dem Präparat. Als Chemotechniker war ich für ihn unentbehrlich. Daher überzeugte er mich, dass es viel besser sei, die Forschungen in seinem Institut fortzuführen.